Ein herzliches Willkommen zu Formers Tagebuch. Ja, Leute, es geht wieder weiter. Bei mir sind der Lenny, der Flo Hi. Und der Liam. Hallo. Moin. So, Leute. Jetzt schauen wir erstmal da durch überall. Jetzt sind wir hier endlich mal in Amerika angekommen. Wow, ist das hier riesig. Ich fahre jetzt mal in die Richtung. Gucken wir mal, was da los ist. Ich habe jetzt mal so einen alten Truck geschnappt. Guck mir jetzt halt Ausschau. Jetzt musst du nur noch sagen, ich bin Batman. Hey, Moment mal. Hä? Okay. Moment, da muss ich jetzt mal anhalten. Hä? Ach, tatsächlich, guck. Ja, Jungs, ja auch hier. Ja, Sigi. Ja, moin, Martin. Ja, servus, die Leute. Muss eigentlich. Was verschlägt dich denn in dieses Land? Ja, wir haben doch gesagt, wir machen hier Urlaub, oder? Ja, ach, aber ihr beide seid nicht gekleidet wie Urlauber. Ja, ist scheiß drauf. Ich hab mich nur umgezogen, weil an meinem Urlaub und so was kaputt geht, ne? Und deswegen muss ich immer. Ja, dann kannst du doch deine Klamotten eigentlich im Auto behalten. Aber du magst du da oben? Nee. Hi! Aber ich geh mal kurz hier im Auto umziehen, ne? Muss ja auch ein bisschen Urlaub. So. Oh. Da zieh ich mich halt auch immer mal noch ein paar mein Vorbereitungen. Gott, Leute. Immer dasselbe. Martin. Ja. Ich hätte heute noch eine Besichtigung von einer Farm. Mhm. Der Besitzer will den Laden verkaufen. Okay. Und hat zu mir gemeint, ich könnte eventuell das Ding kaufen, wenn ich hierher ziehe. Ja, ich habe auch eine Besichtigung, das wäre gleich gegenüber. Ich muss mir auch noch eine Werkstatt angucken. Mein guter alter Cousin hat hier eine Werkstatt gehabt und die kann ich eventuell übernehmen. Ich möchte nämlich nicht mehr in Deutschland arbeiten, mit dem TÜV und so was angestoßen. Oder nicht Deutschland, Frankreich. Ja. Aber wir sind doch eigentlich in Frankreich. Wir sind, genau, ja, hat er gemeint. Er hat sich ja nur versprochen. Ja, hab ich auch gehört. Ja, Leute, wie machen wir es denn am blödesten? Jetzt schauen wir uns erstmal an Flo seine Sache an, oder? Würde ich ja, sagen, dann Flo, dann. Aber vorher würde ich euch den örtlichen Supermarkt mal zeigen. Ich sehe, hat euch auch schon ordentlich ausgerüstet hier mit ein paar Army-Trucks. Ja, na klar. Wenn wir schon in Amerika sind, in Army-Land, dann gehört sowas auch. Das stimmt. Wow, die Hupe ist mal geil. La Cucaracha, la Cucaracha. Das ist aber schon wieder mexikanisch angehaucht. So, dann fahren wir alle mal einen Flo hinterher. Wir müssen hier. Money! Ja, komm, Dave. Geh eine Sekunde. Beeil dich, der Flo will los. Dann soll ja Flo sich gedulden. Ui, da hat ja ein Topliner hier stehen, der Typ, der bei mir den Laden verkaufen will. Ja, fahren wir jetzt mal mit Flo. Drag Race ist aber verboten in Wirklichkeit, gell? Ja, wir warten ja nur auf euch. Da. Ich bin ja da. Money is ready, Jungs. Ah, hier war ja Money, komm. Hier rechts ist zum Beispiel der örtliche Supermarkt. Oh. Wollen wir da rein oder was? Ja, wir können gerne mal kurz rein. Ich hab mal was hin, ey. Und Hunger. Hab sowieso Hunger. Globus, Fleischtheke, ich koche. Oh, hoffentlich gibt's hier ein paar ordentliche Spare Ribs, Mensch. Ich hab richtig Kohle. Ja, sag einmal! Fährt man so auf dem Parkplatz? Oh. So wie du auf dem Parkplatz gefahren bist, hört man auch nicht drauf. Du auch? Bin ganz normal drauf gefahren. Allgemein ist das die Ausfahrt, wo ihr da drauf fahrt. Echt? Okay. Ja. Normalerweise fährt man da oben rein, wo der Georg ist. Oh, hier fährt man eigentlich drauf. Sag mal, ist der besoffen heute? Oder geht die Klimaanlage schon wieder nicht? Ich will ein Eis. Richtig, Mann. Sei mal. Der Motor geht nicht an. Ich bekomme den Motor nicht an. Soll ich die Starthilfe geben? Warte. Oh, Mann, ey. Dreimal abgerückt, die Karre. Ja, dreimal abgerückt, ey. Und noch nicht weiter vorgefahren.
Wenn die Werkstatt zu 2 Minuten vorglühen muss, ne? Bevor der. Also, das hier ist der örtliche Supermarkt, wo wir auch dann unsere Waren verkaufen können. Boah, guck dir mal die Generatoren an, ey. Je nachdem, was wir machen. Mitgehen lassen? Nee, schade. Nö. Wenn ich hier was mitgehen lasse, dann diesen wunderschönen. Ja, Flo, das ist riesig, gell? Der Markt hier. Also, ja. Das muss man alles sagen. Das ist ein wie gesagt, ich würde ganz gerne Eis haben, aber ist keiner da. Ja, vielleicht ist er auch heute Sonntag oder was und haben zu. Keine Ahnung. Also, mir hat was geflüstert, dass hier Selbstbedienung ist. Ja, Selbstbedienung. Ja, gut, dann holen wir uns halt was. Dann werfen wir halt einen Euro ein oder so. Ja. Das soll so ein Ding irgendwie in Amerika sein, dass Dollar. Man nicht bedienen darf. Dollar müssen wir einwerfen. Stimmt! Flo, da hast du recht, da hab ich nicht dran gedacht. Mist! Ein Euro nehmen die hier nicht. Flo! Flo! Ja. Ich hab vergessen, das Geld zu wechseln. Ja, hier kannst du gerne was. Ja, kannst du hier gerne was haben. Ich hab noch vom letzten Mal. Jawohl, danke, da werfen wir da gleich mal was ein. Ja, hast du denn Gitarre gemietet? Ohne Dollar. Jo. Das haben wir ja davor schon gemacht. Das haben wir alles schon besprochen. Das hast du vorher bei mir. Ich war ja schon öfters hier. Ich hab schon öfters Urlaub gemacht. Ich hab die Gitarre gerade bar gekauft. Jungs, ja, ich bin super, zu groß toll. Für die Rutsche. Ich bin zu groß für die Rutsche. Ja, will rutschen, ey. Bist du nur ein kleines Kind? Nee, runter mit dir. Runter. Ich komm runter, ey. Lenny, komm hier da. Runter da. Okay. Sag mal, was hat denn der für ein Vogel? Blau. Überhaupt du nicht. Auch. Warte, ich hab X-Ray, wenn ich da hochgehe. Manni, weg da. Ey, nicht rutschen darfst, darfst du auch nicht rutschen. Scheiße. Das Gefängnis in Amerika, so. Ja, gut. Flo, dann zeig uns mal deinen Laden. So. Wo du hin wolltest. Jo. Aber hoffentlich nicht da vorne, wo ich auch hin will. Nee. Ganz woanders da. Ganz woanders da. Ich hab mir ein schönes Fleckchen ausgesucht. Weißt du, was ich immer richtig schön realistisch finde? Was denn? Dass die in Amerika echt immer an alles denken. Wenn ich hier schon wieder hingucke, um die Straßen sehe, frage ich mich schon wieder, was das für eine Straßenführung sein soll. Das ergibt einfach keinen Sinn. Verstehst du, was ich meine? Ja. Warum? Rauf auf dem Highway! Highway. Mal sehen, wie viele Mühlen schaffen. I wanna highway to hell! Du musst dich gleich überholen, ne? Weil ich hab einen Anhänger. On the road again. Das ist nicht zu viel. Ich kann mir schon vorstellen, wo du hin willst. Mein Auto hat rechts 3. Meiner? Meiner. Deiner. Aber die sind ja aber bei 120 ganz schön schwer zu handeln, ne? Die Karren. Ja. Weißt du, wie schwer das ist mit Anhänger hinten dran? Ach, das glaube ich, vor allem der schwarz sich dann so richtig schön, gell? Ja, der will immer ausbrechen, der Anhänger. Ich dürfte hier richtig schön durch die Gegend. Aber hier ist es schön riesig groß alles, ey. Boah, ist das geil. Also ich würde am liebsten, hier hin. Hat ihr auch für die Deutschen einhändig und einhand am Gang flippelt? Ich fahre mit Amerikaner, schreien nicht, mit meinen also der... Das ist der 70-jährige Deutsche auf der Autobahn bei 100 km/h, nein. Der Besitzer hier ist schon längst weggezogen. Steht momentan so ein bisschen leer. Aber die Scheunen und so könnte ich alle abreißen, das wäre kein Problem für den. Oh, sorry. Ja, es wäre ein schöner Platz. Ja, wäre ein schöner Platz hier. Ja. Und einer mit einem Feuerzeug und dann bist du den ganzen Hof los. Und schön. Weg ist er. Nö, es wäre ein schöner Platz. Kann man sich eingehen lassen? Ja. Aber Martin, weißt du, warum es mir auch noch hier gehen würde? Ja, wo denn? Was denn? Ja, komm hier rüber. Weingut bestimmt. Nee, mein Bach, glaube ich. Dass ich hier vorne den ganzen Spaß alles zuzäune. Ach so, hier einzäunen.
Rund um Zaun. River Rock Estate. Okay. 1925. Ja. Wow. Wow, das Ding ist ein richtig alter, schöner, alter Hof. Das ja. Stimmt. Ja, warum nicht? Gell? Wie gesagt, der Besitzer, der kann es nicht mehr machen. Der hat auch keine Nachfolger, die es machen möchten. Mhm. Und da habe ich mich dann, wie gesagt, mal in der ortsansässigen Wirtschaft mal umgehört und der meinte dann, ja, der würde es mir verkaufen. Ja. Freut sich der Anhänger, als irgendwie bei der Fahrt weggeflogen. Kann ich mir mal die Scheune ordentlich angucken? Ja, ne? Also rein kannst du nicht, aber du kannst gerne mal angucken. Ey! Wow! Du meinst also keine Räuberleiter. Das Dach ist stabil. Ich bringe einfach. Ja, Flo, ich würde dir gerne mal zeigen, ja, wo es mich hinzieht. Da sind wir vorhin schon vorbeigefahren. Also wieder Highway to the Danger Zone? Ja, Highway to the Danger Zone. Aber nicht die Abfahrt, sonst fahrt ihr in den Medizinkanister rein. Medizincontainer, sorry. Service Trailer. Hast du deinen Trailer verloren? Ich fahr. Ja, ich fahr nicht gern Highway. Ich fahr mal gern über Landstraße. Ich hab hier im Navi was eingegeben, dass hier. Verkehrsraudi! Sag der mir vorhin die Karte gefahren ist. Hä, Mann? War mal schon blinken, ne? Vor allem, dass Amerika die deutscheste Autos fahren, Alter. In Amerika fahren auch welche mit deutschen Autos. Das ist schon. Ja, kein Skoda Octavia. Das ist deutsch. Ja, vielleicht. Ich meine, die fahren da BMW und so weiter. Also, das kann stimmt, deutsche Autos Skoda sind auch fahren. Aber kein Octavia ist das Hauptauto, was in Deutschland ist. Nein, ich glaube, die Marke von den anderen ist Ford, Alter. Ey, Moment mal. Ey, Flo, guck mal links. Wäre das nicht was für dich? Eventuell, ja. Wow, ja, schöne große Biogas. Skoda fahren teilweise auch die Amis, muss man sagen. Versteht doch Lenny mal irgendwo deine Worte. Leute, lass uns doch mal kurz mal reingucken. Ich will jetzt mal vorbeigucken. Ja, da will ich mal vorbeigucken. Jo. Ich hab übrigens überlegt, Jungs, dass ich mir vielleicht auch eventuell einen kleinen Hof zulege. Dann nehme ich so ein bisschen die Wirtschaft oder so. Kannst du ja, wir können ja zusammenhelfen, Molle. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie es dann auch in Frankreich weitergeht. Ja. Eine schöne große Hallen, ey. Auch sehen. Wow. Ja, sag mal so, wenn ich die Worte schlagen sollte, der nur als Transportfirma. Ja, kannst du auch. Guck mal, steigen wir mal rauf und guck mal rein. So. Ja, sieht gut aus. Moment einmal, ich gucke mal kurz was nach. Und zwar habe ich hier im Internet was stehen. Hey, in dieses Ding gehen 325.000 Liter rein. War schon schön. Wow. Und da reinspringen würde ich jetzt zwar nicht. Nee, aber lieber nicht. Die eben so seine Jungs, der Teil gefällt mir. Ja, es steht auf dem Dach von dem Ding. Komm da runter. Oh, ist der bekloppt. Geh mal rein, dann stirbst du. Komm da runter, du Honk. Also, runter, schöne, Flo, schöne Grüße von Markus und von Elke. Liebe Grüße zurück. Jo, die hören eh mit. Also, nee. Deswegen, ja. Also, Leute, ja, komm, lass uns mal ein bisschen weiterfahren. Hier, er versteckt sich bei mir auf der Ladefläche. Ich krieg die Karre nicht an. Na. Ja gut, aber gut, das dass du Mechaniker bist. Ich bin der Einzige von uns, der einen dunkel grünen Sack hat. Entschuldigung. Oh Mann, die beiden. Man kann sich ja auch mal vertun. Ach selber hab ich das Kennzeichen 240 QVC. Ja, ich hab nicht aufs Kennzeichen geguckt, Entschuldigung. QVC, bist du im Verkaufsmanagement tätig? Ah! Überleg doch mal. QVC! Da gibt's ein Verkaufscenter, der heißt genauso QVC. Das Ding soll ich nur. So, hier vorne war der doch vorhin auch schon mal. Hier ja, muss ich jetzt die Tatsche wieder Kiko, Mensch. Was schafft deine Mühle nicht mehr? Was? Seid ihr alle da, ja? Okay. Sicher, ich bin hinter dir. Ich bin sicher. Oh, jetzt die ansässige Bäckerei hier vorne. Komm, Drag Race! Guck ich mal, sehe ich. Was? Drag Race! Nee! Hallo! Ist verboten!
Und Verkehr ich mach keine illegalen Spiel mal hier links ab, bitte. So, Leute. Ey. Alles nicht schubsen, nicht schubsen hier, gell? Beide. So, Leute, hier könnte ich mich sehen auf dem Hof. Oh komplett ja, der ist dauer tätig. Da ist sogar noch einer tätig, ja, aber der möchte gerne das hergeben. Und ja. Der hat ein paar Maschinchen, die würde er mal dazugeben. Wenn ich das so sehe, kann ich einiges verscherben, was du weggeben wirst. Ja. Obwohl, den glaube ich wirst du behalten. Welchen? Den Youngtimer hier. Den Youngtimer, ja, den würde ich gerne mal behalten. Der ist schick. Jungs, das gefällt mir auch, muss ich sagen. Also den würde ich auch nicht verkaufen, den würde ich, wenn du mir irgendwann mal überlassen würdest, würde ich den irgendwie nochmal, würde ich wieder aufrüsten sozusagen oder aufbauen und dann wieder, weißt du, in den Showroom stellen. Echt ein schickes Teil. Geiles Kennzeichen, QV10, soll ich sagen. Ja, also Jungs, ich muss echt sagen, hier gefällt es mir auch. Hier würde ich mich auch sehen auf eine Art. Ja, aber hier der Topliner, der würde... Du arbeitest doch schon für denjenigen, der sich hierfür interessiert. Hier ist ein echt schöne Luft, muss ich sagen. Guter Wind. Also den Topliner hier würde ich weggeben, wenn der auch dabei wäre bei dem Hof. Das ist ja Anfänger. Also ich? Ich glaube, was hast du jetzt an John Deere hattest du, ne? Ja, ich habe einen John Deere, wird auch wieder zu John Deere gehen, aber zu den großen Exemplar. Den mit 22.000 Liter, weißt du schon, was ich meine? Großgrößer am größten, ne? Also das zeigt was hat sich auch immer im Hinterkopf behalten wird, ne? Die Straßen sind riesig, die Felder sind riesig. Also wäre eine Investition in einen Lexion eventuell auch nicht ganz. Hey, keine Werbung, Mensch, darum kannst du dich noch später kümmern. Genau. Wir sprechen da erstmal später drüber. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen Urlaub und machen ein bisschen. Ja, denkt schon wieder an die Geschäfte. Also, ja, denk halt mal ein bisschen an Urlaub, Mensch. Mann, ey. Immer diese Geschäfte. Ich werde mir das jetzt auch mal kurz. Die hat man hier Zeit, wo man kein Geld verdient, ist verschwendete Zeit. So. Die hat man mal gestattet hier. Ja, ich weiß nur noch, als wir damals in Deutschland waren. Ein Fahrzeug mit dem anderen hat er sich gekauft. Ja. Hi, Lenny. Nur nicht einmal. Guck mal, der hat eine geile Schmiergrube. Lenny, komm hoch! Hier ist die Luft wunderschön! Nee, ich hab Höhenangst! Ja, wunderschöne Luft hier oben! Komm runter! Ey, du kommst da hoch und ich geh mal hier in den Keller bei dem Ding. Ja, hat man nämlich gesagt, hier ist ein Geheim. Dass ich noch durchs Dach halt oder so. Ja, ich bin gerade schon runtergegangen. Leute, Teleshopping-Show von QVC. Ach, der Flo ist schon unten in den Geheimraum. Ja, sicher. Hier hat er irgendwas mit. Er hat eine Karte aufgebaut. Ihr guckt an. Ja, und eine Werkstatt hier. Eine Werkstatt, ja. Aber hier hat er. Wow. Du hast gerade das Ding runtergeworfen. Kann es sein? Nee. Das Puzzleteil hast du gerade runtergeschmissen. Hey, geil, das ist ein Puzzleteil! Oh, aha. Ja, ja. Yo, runter hier. Wie geil ist das denn? Ja, ja. Oha. Oha. Da hat sich das ein Puzzle gebaut, ey. Und ich kann da auch wegnehmen. Na klar. Können die Sachen mitgehen lassen? Nee, mach das mal nicht. Aber das ist ja ein Puzzleteil. Das ist ein Eck davon. Jetzt ist es unten. Jetzt liegt es am Boden. Nee, aber guckt euch da mal das an. Das ist hier die komplette Map. Ja. Wo ist denn die BGA, wo wir gerade waren? Lass mal gucken. Da hinten, du stehst drauf. Du sitzt drauf. Hier am Eck. Hier. Ja. Warte mal, ich lang mal mit der Zange hin, wenn es geht. Ah, da ist es. Okay. Da. Wo du genau deinen Fuß hast. Da ist die BGA. Da waren wir gerade. Schick. Ja, schick. Die hier schon wieder genau, hier ist ja die Einfahrt auch, stimmt. Ja. Diese Doppel-Einfahrt. Ja, da gehen wir auch mal raus hier wieder. Also, würde ich sagen. Aber ganz kurz, der Hof vom des LU schlägt dann hier hinten ihre Wurzeln, ne? Das LU? Weiß nicht, nee, der Hof vom Flo, der ist ja ganz oben. Das sind hier die kleine Ecke, ganz rechts oben. Ach, das da ganz oben. Ah, ja, okay. Ja. Das LU weiß ich noch nicht, wo das hin soll. Beim Mechaniker baue ich auf jeden Fall hier irgendwo auf, wahrscheinlich zentral in der Mitte. Zentral in der Mitte. Aber oder kann hier an der Stadt. Also mein Hof, wir sind jetzt genau hier, da wo du deine Hand hast, gerade deine linke.
Da war kurz Klo. Da wo also, der, da wo die jetzt der Bogen vom Bach mit durchgeht. Ah, da. Da sind wir jetzt gerade. Und da will er genau. Ich Wurzeln schlagen. Ich meine, die Map ist groß. Die ist schön, reden ja. So viel, die reden so viel. Okay, ja, da guck ich mal, wo ich mich auf der Welle, aber ja, bis jetzt. Ja, wir sind jetzt gerade bei dem Dachspeicher am Kicken. Ein Dachspeicher? Also ich glaube, ja. Wenn ich weiter für Martin arbeite, dann quartiert er mich hier oben ein. Du, Leute, wir hatten hier zu viel Sprit. Ich stehe hier. Neben den Bauschlauch. Müssen wir gleich. Genau. Ich stehe hier jeden Morgen, stehe ich hier nackt vor dieser Tür und bewundere den schönen Anblick. Ja. Wenn ihr keinen Vogel habt. Wenn ihr die Nachbarin vorbeigeht, guten Morgen. Oh Gott, hier bloß nicht. Ja gut, Leute. Aber das war's dann erstmal von der ersten Folge heute. Wir sind jetzt noch ein bisschen hier in Urlaub. Werden noch ein bisschen was erkunden und dann geht's aber drüben noch wieder weiter nach dem Urlaub. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.